Hallo, wir sind in der verwunschenen Bastion angekommen. Ey, was war das auch für ein kleines Abenteuer, was wir da gemacht haben? Also, so doof habe ich mich, glaube ich, noch nie angestellt. Und jetzt sind wir hier in der verwunschenen Bastion. Und hier hat sich ein bisschen was geändert. Okay, gucken wir mal. Habe ich da nicht eigentlich letztes Mal den Block runtergeschoben, um da wieder hochzukommen? Das ist wieder weg. Okay, hier hat sich einiges geändert. Da ist die Tür zu, da ist so zu, da ist sowieso zu. Da ist. Wow. Muss ich da runter irgendwie? Nee. Okay, ich lass mal ganz kurz vom Licht erwischen. Oh. Was bist du denn für einer? Moahahaha. Oh Gott, wer bist du denn? Also hin, hinter mir. Hä? Muss ich ihn ins Licht locken oder was? Komm her. Hä? Ich nichts verstehen. Was soll das denn? Komm, werf noch mal. Diesmal krieg ich dich. Wir spielen Tennis. Nimm das, Masterschwert Power. Pabam. Ha. Komm, ich spiele Tennis. Pau, Aufschlag. Matchball. Nimm das, Masterschwert Power. Wieso gucke ich so gelangweilt? Okay, zweite Fee. Einsatz. Masterschwert Power. Ja, du hast nicht gerechnet, ne? Sollte man Taschenrechner nutzen für sowas? Puff. Muss ich nicht verstehen, oder? Hey, Sesam, öffne dich. Sesam, öffne dich. Und wir kriegen eine Kiste. Ist das schon das Item, was wir hier kriegen sollten? Das wäre die Teufel. Die wollen wir verstibitzen. Und es ist Stalus Hammerus! Hammergeil! Wortwörtlich. Was? Du kannst mit ihm Objekte zerschlagen oder Hindernisse beseitigen. Schlägst du auf den Boden, kannst du sogar manche Gegner kurzzeitig gefechtsunfähig machen. Ah, weg von denen. Die wollen meinen Stalus Hammerus klauen. Aber nicht mit mir, denn ich rüste jetzt Stalus Hammerus aus. Bonk! Go to Horny Jail! Alter, das Ding ist auch wirklich riesig, ey. Den Stachel, was auch immer das ist. Hä? Bonk! Du kriegst nur ein Schwert hier ab. Könnt ihr bitte aufhören, mit dem Licht auf mich zu zielen? Das tut mir den Augen weh. Ah! Sind noch mehr von denen. Bonk! Ja, du hast nicht gerechnet, ne? Okay, das macht Spaß. Ich mag den Hammer. Stalus Hammerus! Nein, Stalus Hammerus! Alter, weggeheatet hier. Weg mit dir! Aua! So, Bonk, weg mit dir. Okay, ich guck mal kurz auf die Karte. Ich glaube, die kommen jetzt geradezu unendlich. So, hey, geh mir um den Keks. Wir sind noch außen. Ich gehe jetzt einfach mal hier rein. Keep rolling, keep rolling. Nein, komm, lass mich in Ruhe. Ich gehe durch die Tür, wir schließen die Tür hinter uns ab und dann kommen die nicht hinterher. Hallo! Hat das weh? Tut mir jetzt aber leid. Nicht. Okay, ich muss da irgendwie rüber. Ja, easy. Stalus Hammerus in Aktion. Bam. Oh, sogar direkt zwei. Ich hau hier alle rein. Einmal, weil ich es kann.
Ich hier mal runter. Also ich. Ach, geh, lasst mich in Ruhe. Ja, mal in Ruhe. Ich hau die nicht rein. Wegrollen hier. Nee, lasst mich in Ruhe. Wo sind die großen Wachen? Die waren mir lieber. Hallo? Seid ihr dumm? Ja, ich hab kein Futter für euch. Ah, da sind die großen Wachen, die ich gesucht habe. So, hier machen wir den Weg frei. Also, wir haben Volksbank. Stahlhammer! Stahlhammer! Aua! Aua! Stahlhammer! Gott, was soll das denn? Stahlus Hamburus! Nein! Ja! Stahlus Hamburus! Nee, das ist Master Schwertikus. Ich muss jetzt anfangen, Latein zu sprechen hier. Sehr schön, immer her damit. Gib mir eure Sachen, ich will alles haben. Meine Keime. Nicht anpressen. Aufheben. Anvisiert werfen. Dann Stahlus Hamburus. Aua! Stahlus Hamburus! Aua! Ich bin zu langsam mit Stahlus Hamburus. Stahlus Hamburus! Das hilft nicht. Bogen. Ha, damit hast du nicht gerechnet, ne? Ha! Jetzt hast du den Stahlus Hamburus gespürt. Oh, wieder ein Kettchen für mich. Das war wahrscheinlich wieder Omas geerbte Kette. Ich weiß noch nicht, was ich damit anfangen soll. Das ist neu. Hier bin ich letztes Mal nicht reingekommen. Da ist ein Oktopus. Wow! Was? Was zum Teufel ist das? Ah, fass mich nicht an! Bitte berühren Sie mich nicht! Ah, Hilfe! Was zur Hölle? Sie sind jetzt Ganons Hände, Ganondorfs Hände, die mich hier auch aus Dingens begleiten haben. Tears of the Kingdom, wow, Bomben. Bomben, Viecher, Bomben. Hast du nicht aufgepasst? Ich hab dir den Popo gestochen. Das tut ihm sogar richtig weh. Ich wollte ihm seine Waffe klauen und ins Gesicht werfen. Komm, gib mir die Halskette deiner Oma. So, was ist das hier? Kann ich mit Stahlus Hamburus draufhauen? Nö, schade, okay. Ich bin jetzt hier. Dann gehen wir mal hier lang. Öffnen. Oh, das sind die Schlafquartiere von den Biestern. Ah! Lasert er mich auch hier oben runter? Okay, von der Leiter lasert er mich schon mal nicht, okay. Das ist schon mal gut. Aber hier wird er mich jetzt weglasern wahrscheinlich. Nee, doch nicht. Da vorne komme ich nicht hoch. Okay, die Frage ist, will ich dahin? Ich will erstmal da runter, da geht es dann auch hoch. Da unten gibt es noch eine Kiste, wenn ich nochmal komplett in die komplett andere Richtung gehe. Ich mache jetzt mal Trick 17. Ich meine, wir haben das nicht umsonst hier. Hallo. Was denn? Stahlus Hamburus! Stahlus Hamburus! Ja, weg mit dir. So, jetzt ist mir nicht mehr um Keks hier. So, hier spiele ich wieder heute den Willy. Ich krieg mein Leben wieder, dankeschön. Ich habe keine Feen mehr, fällt mir auf. Jetzt sind meine Feen endgültig verbraucht. Eieiei. Ich wollte schon hier nicht auf die Karte. Ah, ich wollte erstmal in die andere Richtung, ne? Okay, wir gehen hier rein. Sesam, öffne dich, lass mich hier raus. Und wir sind
Hier. Was bringt mir das hier? Das bringt mir noch gar nichts. So, da vorne. Okay, ich muss mal hier rein. Ach, da ist die Kiste. Sesam für dich. Also, keinen Sinn gemacht. Ein paar Rubine, okay. Wir nehmen die Rubine an und wir gehen wieder zurück. So, das ist der Kolzkopf, den wir eben in den Popo gestochen haben. Jetzt könnten wir aber auch. Gehen wir nach außen. Wir müssen quasi dahin. Dann kann ich aber auch noch mal. Ja, nee, dann kann ich. Ich gehe jetzt nicht den ganzen Weg von innen rum. Dann wird es wahrscheinlich auch nicht so viel geben. Weil wir haben ja schon lange entkommen. Also wir wissen ja schon, wo was ist. Die Bastion sollte jetzt auch ein, meiner Meinung nach, kürzerer Dungeon sein. Wird hier wieder angegriffen. Bombenangriff. Hier landen wir jetzt, ohne nass zu werden. Das ist gut. Weil wenn wir nass werden, werden wir krank, bestimmt. Jetzt wollte ich nachgucken. Ja, hier nochmal. Aua! Stamm des Hammerus. Mach den Weg frei. Spielen wir eine Runde Volksbank hier wieder. Nee, 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 nee. Ihr bleibt mir weg hier. Ihr bleibt mir weg hier. Ihr bleibt mir weg. Nee, 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 nee. Jetzt gehen wir nämlich hier lang. Was finden wir hier vor? Nichts. Hier haben wir ja schon ausgeräumt. Doch, hier sind wieder Bombenratten. Die können mich mal gepflegt in Ruhe lassen. Und dann können wir hier lang gehen. Wahrscheinlich wieder. Nee, 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 nee. Die erinnern mich voll an Spyro. Da gab es auch diese Eier, die machen auch mal. Nee, 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 nee. Okay, jetzt bin ich hier. Du laserst mir wahrscheinlich auch wieder. Mein Puppe ist gleich weg. Guck mal, ich bin da gleich wieder. Habe Umweg genommen. Passiert. Na, ich muss runter. Ich war im ersten Stock, ich muss runter in den nicht ersten Stock. Sesam für dich. Und. Los, Hammerus-Attacke! Wo ist jetzt hier? Da drinnen? Ah. Los, Hammerus! Ich muss hier drauf. So, das geht auf. Es bleibt auf. Und hier ist noch was Cooles drin. Das ist nicht, noch nicht der Master Key. Ein Herzteil! Wie geil. Nur noch, jetzt brauchen wir noch eins. Hier geht's raus. Hallo, Mr. Schweinemann. Tschö, Mr. Schweinemann. Hallo, Bombenrat. Tschö, Bombenrat. Hallo, Mr. Schweinemann. Aua! Ja, ich gehe hier raus. Keine Sorge. Tschö, wir sehen uns später. Okay, hier bin ich. Ja. Lasst mich in Ruhe. Lasst mich bloß in Ruhe. Ne, 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 ne. Ah, ihr könnt mich nicht mit eurem kleinen. Dr Ah! Die klettern mir hinterher! Hilfe! Staus, Attacke! Lasst mich hier schnell hier raus. Ja, ne, 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 ne. Gib mir auf den Keks, ey! So, wo musste ich noch mal hin? Da musste ich hin. Da bin ich ja eigentlich auf dem richtigen Weg, oder? Da kann ich nicht lang. Weil irgendwie sind die Blöcke verschwunden, die ich dahin platziert habe. Schon ein bisschen unfair. Hallo, erinnern Sie sich an mich? Er ist tot. Oh, er hat aber ein Glücksamulett für mich. Tja, hat ihm nicht so viel Glück gebracht. Okay. Große Preisfrage. Kann ich jetzt hier, dafür mache ich einmal vorher den hier, mich mit dem Wind rüber zur Leiter tragen, dass ich mich dranhängen kann? Und jetzt habe ich einen Deku-Block.
Ich kann schon mal in die richtige Richtung machen. Das ist ein gutes Zeichen. Jetzt hänge ich noch an die Leiter. Na, häng ich an die Leiter? Häng ich an die Leiter! Jetzt bin ich an die Leiter gegangen. Ah, shit, shit, shit. Okay, wo komme ich denn sonst noch? Da vorne eventuell. Ich habe auch keinen Maggi mehr. Ohne Maggi kein Faggi. Keine Ahnung, was das bedeuten soll. Ich habe einfach nur irgendeinen Blödsinn gerade zusammengereimt. Gut, rollen wir mal dahin. Aber ich hoffe, die greift mich jetzt nicht an. Schwesterchen, ich komme, ich bin bald bei dir. Du ein bisschen Magie für mich. Keule. Nee, schade. Du ein bisschen Magie für mich? Eventuell. Ja! Ja, er hat Magie für mich. Dafür sind die also da. Okay, ich muss da hoch. Das heißt, ich muss da irgendwie hoch. Das heißt, ich muss... hier irgendwie hoch. Richtig? Gucken wir mal. Wir gehen mal hier rein. Ja, ja, ich erinnere mich. Hallo. Und tot? Ja. Und ging schnell. Ich bin auf Sneaky Peaky rangegangen, ohne zu schleichen. Hier konnte ich nämlich lang. Mich würde mal interessieren, kann ich hier... Nee, ich kann nicht. Okay, schade. Ich hätte das Boot gern runtergelassen zu dem Oktopoden, der da unten war. Naja, man kann nicht alles haben, ne? So, dann... Ich hab Master-Schwert-Power, hä? Was habt ihr aus eurem komischen Dreizack? Gib mir Maggi. Gib mir Maggi. Du hast kein Maggi. Hast du Maggi für mich? Maggi? Maggi! Endlich hab ich ein bisschen Maggi bekommen. Ja, hier Maggi, das ist so gut. Maggi ist immer gut. So. Hochrollen hier. Lass mich in Ruhe. Willst du einmal Maggi? Ah, willst du für Sneaky Peaky von oben kommen, ne? So, du stehst mir im Weg. Direkt da. Schnell hier durchrollen. Ach, Kleingeld, lass mal liegen. Aua, das tat weh. Du lässt mich jetzt in Ruhe, dass ich hier in Ruhe vorbeigehen kann. Oh, das wird nervig. Schnell, bevor die anderen kommen. Okay, sie kommen nicht. Gut. Die haben sich gedacht, nein, er steht da jetzt. Wir müssen es ein bisschen fair halten für ihn. Nicht, dass es wie im Turm der Götter wird, wo er richtig versagt hat. Hör auf damit, mir Gefühle zu verletzen. Ach, Gott, ey, das war auch eine Fiesta, ey. Anpressen. Und rüberhuschen. Ich glaube, ich hätte, glaube ich, mit dem Dekoblatt und dem passenden Wind rüberfliegen können. Aber wir gehen hier oldschool rüber, als hätten wir kein Dekoblatt. Als hätten wir das Spiel gerade erst angefangen. Okay. Rollen. Und Status haben wir. Es geht auf. Perfekt. Schwesterherz, ich komme, hier bin ich. Juhu. Schnell Schub trinken, weil der Kampf losgeht gleich. Jetzt werde ich den Vogel bekämpfen. Ich hab's im Gefühl. Hallo? Hallo! Niemand da, sehr gut. Alex! Oni-chan! Jemand, der uns retten will? Dir geht es also gut. Wie geht es hier auf? Das freut mich. Ich will dich retten! Oh, da ist eine Tür. So geht die Tür nie auf. Was macht ihr denn hier? Unüberlegt wie immer.
Matake. Hätten wir nicht diesen Riesenvogel für dich abgelenkt, dann hätte er dich wieder geschnappt und du würdest jetzt um deine Haut planschen. Er hat das Masterschwert. Sie hat's gesehen. Sie kennt das Masterschwert? Dieses Schwert. Wo hast du es her? Bist du etwa... Ja, ist es denn die Möglichkeit? Jedenfalls nehmen wir diese Mädchen hier in Verwahrung. Ihre Väter in der Stadt zahlen uns nämlich ein Vermögen für die Kleinen. Könnt ihr meine Schwester bitte auch mitnehmen? Schwesterchen, ich habe dein Teleskop immer noch. Ich will euer rührendes Wiedersehen ja nicht stören, aber... Gibt es da nicht noch etwas, das du zu erledigen hast? Stimmt schon. Mach dir keine Sorgen um sie, ich werde sie wohlbehalten nach Hause bringen. Eigentlich sollte ich eine Belohnung von dir verlangen, aber diesmal will ich eine Ausnahme machen, geht aufs Haus. Oh, dankeschön. Ich hätte auch ein paar hundert Rubine da auf Tasche. Hätte ich auch gegeben. Dein großer Bruder muss noch etwas erledigen, weißt du? Er wird nicht lange brauchen, also musst du schön brav auf ihn warten, verstanden? Alex? Captain, wir müssen uns beeilen, dieser Riesenvogel ist auf dem Weg hierher. Gonzo, du kommst wie gerufen. Sie hier nehmen wir auch mit. Was? Aber sie ist doch... Tu, was ich sage! Du Vollhorst! Okay. Sonst gibt's heute Nacht wieder Schläge. Bitte nicht. Alex! Du bist wieder entführt. Vergiss die Möwen nicht. Alex, sieh zu, dass du zurückkommst. Und geflirtet sie jetzt mit mir? Riesiger Vogel. Okay. Wir müssen jetzt irgendwie hochkommen. Oh oh. Die wollen uns ertränken. Riesiger Vogel, Vogelmann. Ich habe schon gesehen, ich brauche, dass ich schon mal im Inventar habe, den hier. So, wir machen hier schön Speedrun-Mania-mäßig. Natürlich rollen wir uns nach oben. Auch mit dem Wissen, dass es nicht gut für mich enden kann. Oh, der Vogel hat mich angegriffen. Ich habe keine Feen mehr. Lass mich in Ruhe, Vogel. Vogeli, lass mich in Ruhe. Du lass mich auch einfach in Ruhe. Du lass mich einfach in Ruhe. Ich muss einfach nur schnell genug sein. Dass der Vogel, wenn ich das kaputt macht, wo ich gerade laufe. Ich habe gleich aber geschafft. Stalus Hammerus! Nein, Stalus Hammerus! Nein, Stalus Hammerus! Geht doch! Wieso schwingt er den ganze Zeit so? Einfach Bonk draufhauen! Ja, Ertrinkvogel! Wir mögen dich eh nicht. So. Jetzt geht das hier zu. Vogel kommt wieder und wir haben ihn noch ein paar Mal auf der Schnauze. Die ganze Bastion wackelt. Jetzt ist er wütend. Diesmal bin ich aber gewappnet gegen dich, nicht wie letztes Mal. Dann gucken, was macht der Vogel überhaupt. Komm. Schau dir was. Bonk! Jetzt wird er mir wehtun, glaube ich. Irgendwas, also er wird mich auf jeden Fall irgendwie wegpusten wollen mit den ganzen Stacheln am Rande. Nochmal drauf gehauen. Guck mal, die Maske zerspringt langsam. Die Maske ist das Einzige, was dich schützt. Aber sie wird dich nicht vor Stalus Hammerus schützen. Ja, willst du noch einen von der Maske kriegen, hä?
Bonk! Da ist sie zerbrochen. Oh. Fuck. Aua. Nein, das hier. Master Schwert Power. Will in die Mitte laufen? Okay, er wird mir so wehtun. Er ist voll gegen den Stein geflogen. Müssen wir mal schnell. War recht, dafür, dass ich das nicht kenne. Also ich wusste, dass ich irgendwann diese Vogel besiegen muss, das wusste ich ja. Aber dass ich es nicht kannte, war das sehr, sehr intuitiv, dieser Kampf. Gib mir ein Herz. Wir haben den Vogel geschlagen, wir haben den Vogel geschlagen. Okay, jetzt besuchen wir erstmal Garndorf da oben. Nachdem wir einen Herzcontainer bekommen haben, jetzt sind wir schon bei 7 Herzen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ah, gucken wir mal, was jetzt hier oben geht. Wahrscheinlich richtig fette Cutscene. Klopf, klopf, hallo, Ibims, der Auserwählte der Götter. Ich bin hier, um dir mein Schwert in dein Popo zu stecken. Es ist lange her, Junge. Dass du es bis in das Innere meiner Festung geschafft hast, nötigt mir durchaus Respekt ab. Jedenfalls ist dein Mut beachtlich, oder sollte ich vielmehr sagen, deine Torheit? Gestatte mir, mich vorzustellen. Mein Name ist Ganondorf. Dum, 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 dum. Gott, bist du hässlich. Ich bin der Burgherr dieser sogenannten verwunschenen Bastion. Oh, Bastion? Lass mich dir eine Frage stellen, Junge. Als du dieses Schwert aus dem Stein gezogen hast, haben sich da nicht alle die Kreaturen, die vorher gänzlich erstarrt waren, wieder angefangen zu bewegen? Das weißt du? Bist du in der Lage, eins und eins zusammenzuzählen und verstehst du, was das zu bedeuten hat? Diesem Schwert wohnt die Stärke, in das Böse vom Antlitz der Welt zu verbannen. Und das nicht nur in dem Sinne, dass es im Kampf dämonische Gegner bezwingt. Nein, dies ist vielmehr sogar noch ganz und gar wörtlich zu verstehen. Es ist das Bannsiegel, mit dem wir Dämonen gebannt und eingesperrt werden können. Und du, mein Junge, hast eben jenes Bannsiegel gebrochen und uns so wieder die Freiheit geschenkt. Nein, ich greife dich an. Junge, zack! Mit diesem Schwert, dem das Licht fehlt, das Böse zu verbannen, kannst du mich niemals bezwingen. Ich schicke dich ins Jenseits, damit du es dem Schmied dieses Schwertes ausrichten kannst. Der Trumpf sticht nicht mehr. Hallo, suchst du mich? Hau! Alex, schnell! Hä? Hey, lass mich los! Du kleine schmutzige Ratte! Mein Triforce der Kraft reagiert auf sie! Habe ich dich also endlich gefunden, Prinzessin Zelda! Dum, dum, dum. Das ist Zelda! What the fuck? Sag mal, Zelda eine Piratin? Wer ist bitte Zelda? Wovon redest du denn da? Gib dir gar nicht erst die Mühe, dich dumm zu stellen. Wenn du nicht Zelda bist, warum sollte mein Triforce dann...
Hä? Was? Die Postboten haben uns stibitzt. Wir werden von Postboten entführt. Ich krieg einen Schlaganfall. Der große Walu! Mit so kleinen Flügeln kann der fliegen. Ich verbrenne dich und deine verdammte Festung. Okay. Ich halte mich da schön in den Füßen fest, alles passt. Und jetzt müssen wir Zelda so. Was? Zurück zum Turm der Götter. Keine Sorge, Alex, sie ist nur bewusstlos. Und deine Schwester geht's auch gut. Sie konnte zusammen mit den Piraten heil von dieser Insel fliehen. Großer Walu, ihr habt sie vor dem sicheren Tod bewahrt. Ich spreche euch meinen tiefsten Dank aus. Schnier, 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 schnier. Ich kann das nicht lesen. Dessen bin ich mir bewusst. Unsere oberste Sorge muss jetzt aber sein, diese beiden so weit wie möglich von Ganon wegzubringen. Schnier, 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 schnier. Ich glaube, ich muss eine Sprache lernen. Altirolianisch. Er fliegt jetzt einmal um den Turm rum. Fliegt zurück nach Hause wahrscheinlich. Die Postboten gleich damit. Wie klein er geworden ist. Alex, die Details bereden wir später. Jetzt müssen wir erstmal erneut in die Welt unterhalb des Meeres. Okay. Captain Nemo, wir sinken wieder einmal. Aber diesmal ohne so lange Cutscene. Hey, du bist wach? Aua. Alex, bist du in Ordnung? Wo sind wir hier eigentlich? Schloss Hyrule. Moment, was ist aus diesem Kerl namens Ganondorf geworden? Hua. Alex, warum zögerst du? Komm schnell in den Raum, mit dem du das Masterschwert gefunden hast. Da ist es jemand möglich, meinen Stein zu benutzen. Sag mir, wer bist du? Dieser Stein ist nur für Alex und mich, damit können wir in Kontakt treten können. Niemand hat dir erlaubt, ihn einfach so zu benutzen. Dein Name war Tetra, nicht wahr? Komm zusammen mit Alex zu mir. Gute Idee, dann kann ich gleich mal ein erstes Wörtchen mit dir wechseln. Mach dich schon mal auf das was gefasst. Alex, du verschwendest unsere Zeit. Bring mich sofort in den Raum, wo sich dieser Kerl aufhält. Okay. Da lang müssen wir. Da würden wir halt nur wieder hochschwimmen. Da komm mit. Schneller! Ach, die ist Kapitänin geworden? So, nee. Die bösen Figuren sind weg. Das heißt, wir können hier unten rein. Ich hoffe, sie konnte mitteilen. Du warst das also? Du hast es gewagt, meinen Stein ohne Erlaubnis zu benutzen? Wie kannst du nur? Diesen Stein habe ich aus Gossipstein. Gossipstein. Oder wie wir im Dorf Deutsch sagen würden, aus Lästerstein. Schleifen lassen, der seit jeher innerhalb der Königsfamilie von Hyrule vererbt wurde. Du hast ihn machen lassen, also Gossipstein der Königsfamilie von Hyrule. Ich verstehe kein Wort von dem, was du da sagst. Ihr habt es doch bestimmt schon einmal gehört, oder? Die Legende vom Helden, in welcher vom Königreich die Rede ist, in dem die Kräfte der Götter ruhen. Und genau jenes Königreich, das ist jener Ort, an dem ihr euch jetzt gerade befindet. Das hier ist Hyrule. Und ich bin der König dieses Landes. Jafnos Johansson von Hyrule. Alex, kommt dir meine Stimme dir nicht bekannt vor? Ich war es, der dich hergeführt hat. Der rote Löwenkönig. Du bist ein Boot? Wärst du mit Hilfe des Masterschwertes in der Lage gewesen, Ganon zu bezwingen, hätte ich mich dir nicht offenbaren müssen. Aber nun. Doch, wie dem auch sei, ihr beiden müsst mir erst einmal gut zuhören. Vor langer Zeit hat der gierige Ganon, der sich nach den Kräften der Götter verzehrte, dieses Land Hyrule in ein Reich der Finsternis verwandelt. Meine Kraft reichte nicht aus, um ihm Einhalt zu gebieten. Und so konnte ich nur beten, dass dieses Land seinem Schicksal und
konnte ich nur beten und dieses Land seinem Schicksal überlassen. So, ah. Die Götter hörten mein Flehen und schickten eine Sintflut, die Gaunern mitsamt Hyrule auf den Grund des Meeres verbannte. Doch verbannt man ein ganzes Volk eines Landes, dann ist es gewissermaßen so, als hätte man es ausgelöscht. Deswegen haben die Götter, bevor sie das Bannsiegel erschufen, Nachfahren auserwählt und ihnen aufgetragen, in die hohen Gebirge zu fliehen, um dort eine neue Zivilisation zu gründen. Diese Nachfahren waren eure Vorfahren. Seitdem sind viele Jahrhunderte vergangen. Und wäre Garnon nicht wieder auferstanden, dann wäre auch Hyrule niemals aus seinem ewigen Schlaf erwacht. Tetra, tritt vor mich. Ich? Dieser Halsschmuck, den du trägst, das ist das Triforce der Weisheit und ein seit jeher überlieferter heiliger Familienschatz des Königshauses. Deine Mutter hat ihn dir mit der Bitte überreicht, stets auf ihn gut aufzupassen. Oder täusche ich mich etwa? Dieses Triforce selbst ist Teil der Kräfte der Götter, die wir so sehr von Ganondorf zu bewahren versucht haben. Die Götter haben es deinen Vorfahren anvertraut und ihnen aufgetragen, es vor der Macht des Bösen zu verteidigen. Und du musstest diesen Kodex aus alten Tagen entsprechend aufwachsen. Lass mich dir offenbaren, warum. Jetzt Story Time. Das wird jetzt geil. Julian hat aber mächtig viel Energie hier. Sieht auf einmal gut aus. Nicht mehr wie so ein Yuppie. Ich. In deinen Adern fließt das Blut der Königsfamilie von Hyrule. Du bist die legitime Thronerbin dieses Landes. Du bist Prinzessin Zelda. Zelda? Ich bin eine Prinzessin? Deine Verwirrung ist nur allzu verständlich. Alex, ich bin untröstlich, dich in all dies mit hineingezogen zu haben. Aber jetzt, wo er weiß, dass Tetra in Wirklichkeit Zelda ist, wird Ganon alles daran setzen, sie zu finden, um sich der Kräfte der Götter zu bemächtigen. Wenn es erst soweit kommt, ist nicht nur Hyrule verdammt, sondern auch deine Welt wird für immer in Finsternis gestürzt. Alex, bitte hilf mir noch einmal. Schon wieder? Ich hege einen starken Verdacht, was der Grund für die Schwächung des Masterschwerts sein könnte. Bitte kehre wieder mit mir auf die Welt oberhalb des Meeres zurück und verhilf dem Masterschwert wieder zu seiner alten Stärke, das Böse zu verbannen. Wenn ich so episch ausspreche, juckt die Nase. Zelda? Ja? Es wäre zu gefährlich für dich, dich unserer Sache anzuschließen. Glücklicherweise weiß Ganon noch nicht von diesem Ort. Bitte verweile hier und erwarte unsere Rückkehr. Schwupp. Habt ihr wenigstens ein Nintendo DS, mit dem ich spielen kann? Alex, brechen wir auf. Krasser Scheiß. Alex! Ich bin leider nicht so gut mit Worten, aber... Es war meine Schuld, dass du und Errol so viel Leid erdulden musstest. Verzeih mir bitte. Klar, hallo. Ich geh weiter. Ich lass dich jetzt hier. Das ist deine Strafe. Alex, bitte pass auf dich auf. Ich versuch's. Ich hab ein paar Fähchen, die mir helfen. Oje, oje, oje. Ja, komm, wir schließen sie unter der Statue ein. Gute Idee, da kannst du nicht abhauen. Eieieiei. Ja, was soll ich dazu nur sagen? Ey, was... Was ein... Tuvabu für mich gerade. Richtig viel Story und Input und hier und da und boah. Geiler Scheiß, also... Ich bin da jetzt irgendwas reingerutscht, das wird richtig geil. Das wird richtig, richtig geil. Und wenn ihr das Geile nicht verpassen wollt...
lasst gerne ein Abo da. Ich mache jetzt hier den Cut. Und wenn euch hier die ganze Story oder der Scheiß, wie ich hier mache, gefällt, ich freue mich über jeden Like und jeden Kommentar. Und wir sehen uns das nächste Mal, wenn es dann heißt Master Schwert Power Up, um das Böse aus dieser Welt zu verbannen. Aber bis dahin sehen wir uns. Macht's gut. Ciao.